Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ich bin hier wieder in der Boston Base bei Barnard Stern in meinem Typ 6 Transporter und heute will ich mir mal was angucken, was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Und zwar ich will beim Community Goal mitmachen. Da gibt es diesmal, ich weiß nicht, ob ich das von hier schon kann, ich glaube nicht. Ich will es nur mal kurz anwählen. Da muss man diesmal handeln. Diese Community Goal Ziele und zwar müssen wir das so ziemlich dasselbe, nur eins davon ist für die Föderation, habe ich schon geguckt, weil bei der will ich dann Einfluss haben natürlich. Und das wäre dann hier, aber da müssen wir also noch Kuma. Kann man kurz gucken. Fortschrittliche Medikamente, Computerteile und Autofabrikatoren in die Station Elion Dock. So, aktuelle Belohnungsstufe, Mindestgeldbelohnung von 200.000 Credits. Also, wie ich das verstehen, wenn ich da mitmache, egal wie viel ich liefere, die 200.000 kriege ich sicher. Kommandantenbelohnung, proportional zum Beitrag. Das ist nicht schlecht. Wow, da hat schon gut jemand mitgemacht, hä? Ach, 1 Million Tonne schon. Jo, und da kann man, wenn man gut dabei ist, ganz schön was an zusätzlichem Geld verdienen. So, kann ich mich hier schon anmelden? Oder soll ich sie ja schon anfliehen? Ah, das kann ich jetzt schon machen. Sehr schön, sehr schön. Autofabrikatoren. Kenne ich die? Hier. Was ist denn das eigentlich? Keine Ahnung. Maschinen? Wer ist es nicht? Ist mir nicht mal gesagt, dass ich die überhaupt hier kriegen. Aber ich habe schon eine Seite offen, wo ich die kriege. Wo ich mir die dann. Aha, das gibt es hier gar nicht. Mineralien, Metalle, Medikamente, Maschinen. Nee, das gibt es hier gar nicht. Na, ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir machen uns einfach mal auf den Weg. Und zwar, da wir ja schon teilnehmen, will ich jetzt eher schon das System, wo es das Zeug gibt. Und zwar darf ich mal suchen nach Gilia, war glaube ich genehm, ne? Gilia war nicht so genehm. Ich wollte. Doch, Gilia ist auch gut. Das ist auch gut. Oh, das ist ein Stückchen. Mein lieber Freund. Ach, geht noch. 90 Lichtjahre. So, welche Kurs sind? Die schnellste Route. Ja, kann ich halt auftanken, ist kein Problem. Schaffen wir. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit. Moment, Route löschen. Nö, die habe ich. In der Zwischenzeit hol ich den Transporter hier ein bisschen gepimpt. Und zwar mit dem Antrieb. Und zwar komme ich jetzt unbeladen 40 Lichtjahre. Das war nicht schlecht. Ich habe noch ein paar Materialien über. Und ist auch ganz gut, wenn der Transporter so ein bisschen mehr springen kann. So, demnächst muss ich mal ein bisschen mehr Materialien sammeln nochmal. Ich bin momentan leider ein bisschen gehandicapt. Und zwar bei meinem Flightstick hat sich eine Achse verabschiedet. Da ist nur noch übles Ghosting drauf. Das heißt, wenn ich diese RZ-Achse, die mittlere Achse, die das Schiff drehen lässt, die hat so Ghosting, das Schiff ist nur am Rotieren, sobald ich irgendwie abheben will. Das war ziemlich geil, wie ich noch in dem Typ Silber drin war, den wir uns in der letzten Folge gekauft haben. Du hast sollte die Route nehmen. Hier. So. Nein, ich muss erst bis weg. Wo war ich? Ach genau. Ich kann hier jetzt nicht das Raumschiff so drehen. Das habe ich mir also auf die Tastatur gelegt. Weil die Achse geht beim Joystick nämlich. Das war Hammer. Ich war im Typ Silber in der Station drin. Sobald ich mich abgekoppelt habe, hat das Ding angefangen zu rotieren und ich wusste nicht, was ich machen soll. war ein bisschen Panik angesagt. Aber nicht ganz so schlimm. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie repariert kriege oder ein neuer Stick kriege. Muss ich das Drehen halt mit der Tastatur machen. Beim Kämpfen geht's eigentlich.
auch schon ein bisschen mit der Walcher unterwegs. Aber beim Handel soll das nicht so ins Gewicht fallen. Hoffe ich doch. So, wir sind erstmal an dem Stern hier vorbei. NLTT. Ja, eigentlich hätte ich auch können, theoretisch. Achso, genau, das wollte ich auch noch ansprechen, denn Tipps, wo ich mal kaufe. Ich habe mich hier total vertan. Da kann ich gar nicht alle Sachen rinbauen, die ich zum Mine brauche. Also ich habe jetzt nachträglich noch Oberflächendetailscanner eingebaut, weil mit dem kann man bei Ringe rausfinden, wo Hotspots sind. Und dann bräuchte ich theoretisch noch so Zwelli-Swat-Rakete, mit denen ich Asteroide sprengen kann. Aber der Hake ist, die gehen nur in Zweier-Slots drin. Und dieser Typ 7 hat nur Enser-Slots. Das war natürlich doof, das wusste ich vorher gar nicht. Also wird es jetzt wahrscheinlich so rauslaufen. Oh, das ist schon ein Gilja. Wow, das ging aber flott. Also, überrascht mich immer wieder. Wenn man so ein bisschen weiter springen kann, wie gut das dann ist. Was wollte ich? Genau, und da werde ich jetzt wahrscheinlich den Typ 7 nur als Transporter nutzen. Also alles raus, was ich mal gekauft habe. Ich kann das überhalle, weil ich will auf jeden Fall noch im Mining-Raumschiff fahren. Aber halt erst mit dem was richtig machen kann dann. Und dann würde ich mit dem nur handeln. Allerdings müsste ich mich in dem See erstmal einfliegen, weil ich komme mit dem Ding immer nicht so recht. Ich mag es noch nicht so ganz. Deshalb bin ich jetzt auch hier nur mit dem Typ 6 unterwegs. Okay. Jetzt will ich nach Bell Orbital oder Kentrick Enterprise. Bell Orbital, nehmen wir doch gerade das. Albstoff sieht noch sehr gut aus. Wow, 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 wow. So nah an die Sonne wollte ich nicht. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich jetzt hier. Weil hier gibt es eigentlich diese Materialien, wo ich will. Hoffentlich gibt es hier in ausreichender Quantität. Ich befürchte hier nicht. Ich glaube, da habe ich jetzt falsches System angewählt. Ich könnte hier. Da war mal Kentrick Enterprise. Hier gibt es mehr. Wie weit sind die weg? Gehen wir mal schnell nur Kentrick Enterprise. Die haben mehr. Sehe ich gerade. Ist auch nicht so weit. Und dann hauen wir uns die Panzer voll. Sozusagen die 100 Tonne. Und die müsste ich ja dann eigentlich direkt schon abliefern können. Ich bin hier angemeldet, wenn ich das richtig sehe. Jetzt mal gucken, dass bis mal hier auch angezeigt war. Genau, genau, das sind wir schon da. So, sehr schön. Ich bin gespannt. Da werde ich bestimmt ein, zwei Touren machen. Und dann einfach mal um zu feststellen, was kriegen wir dann da überhaupt? Beziehungsweise lohnt sich das? Ich bin ja nicht so verrückt, dass ich mich hier in die Top 10 vorkämpfen würde. Ich glaube, da so viel Zeit habe ich nicht. Beziehungsweise gibt es noch so viele andere Sachen, wo ich probieren will. Was ich zum Beispiel Ademix machen will, ich will mal den einen Ingenieur freischalten, der mal was an der Waffe machen kann. Nur muss ich dazu irgendwas mit Schwarzmärkte machen. Da habe ich mir gedacht, ich schnapp mir meine Cobra. Das habe ich übrigens schon gemacht. Also Cobra, da habe ich einen Landehangar eingebaut. Weil bei den Bergungsmissionen auf Planete, da findet man ab und zu so illegale Güter. Die könnte ich dann einfach holen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das müsst ihr eigentlich zählen. Wahrscheinlich bei meinem Glück, aber ich, wie ich weiß, kriege ich da einfach nur, falls ich erwischt wäre, kriege ich einfach nur quasi ein Knöllchen, wenn man so will. Kriege ich dann immer Kopfgeld oder sowas. Das wäre ganz okay. Nur habe ich halt auch keinen Plan, ob
ich dann überhaupt noch, wenn ich Kopfgeld krittern, an den Schwarzmarkt gehen kann. Na, das werden wir rausfinden. Irgendwann demnächst mache ich das auf jeden Fall. So, jetzt sind wir erstmal Kendrick Enterprise. Was? Wie? Verweigert. Ich höre wohl nicht richtig. Oh her, da ist alles voll. Das wollte ich gerade zuletzt schon mal. Da bin ich halt ein bisschen um die Station rumgegurkt. Und ein bisschen gewahrt, weil die sind nicht so groß. Wieso? Hier ist nur ein anderer Typ, die 6 Transporter. Kann der nicht mal sterben gehen? Abschießen lassen? Kann die Station denn nicht mal abschießen? Hallo? Da ist doch einer auf die, der. Bist du gerade weggeflohen? Ah ja. Sina, geht doch. Das ist ein Platz für uns Freiburger. Ich bin gespannt, ob es das Zeug hier gibt. Also müsst eigentlich, wenn das Tool nicht lügt, dass ich hier die EDDB-EU ganz wichtige Seite. Ach Gott, war mal komplett auf die falsche Seite von der Station. Ich glaube, wenn ich die Spezies im Schmuggel mache, dann baue ich aus meiner Kopa den Landecomputer aus und dann mal ein bisschen selbst lande. Sie üben. Und da bin ich einfach zu faul. So. Sternhafendienste. Jetzt erstmal volltanken, das wäre eventuell nicht schlecht. So, Warenmarkt. Irgendwas mit Autofabrikatoren. Nee, das ist bestimmt nicht sowas. Chemikalien glaube ich auch nicht. Industriematerial eher nicht. Konsumgüter auch nicht. Legale Drogen auch nicht. Energiekonverter, Energie. Was? Okay. Mineralien. Was zur Hölle? Fabrikatoren. Die kann ich hier einkaufen für 4000 in 100. Das ist, denke ich, okay. Die haben genug. So. Laderaum voll. Also 400.000 haben wir jetzt. 411.000 haben wir jetzt gekauft. Ausgib. Ja, das weiß ich. So. Dann gucken wir, ob das einfach so geht. Nein, ich will nicht hier hin. Ich will hier hin. Düp, 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 düp. Kuma, es ist ja schon Gen markiert. So, wo wollen wir hin? Wo muss ich hier hin? Alien Doc, Alien Doc, alles gut, alles gut. Dann auf zum Alien Doc ins Kuma-System. Wahrscheinlich wäre mal so 100.000 Pirate angefallen. Und bevor Fragen aufkommen, ich bin nicht im Open. Das wäre mal doch beim Community Goal mit so einem, also ich als Noob mit so einem kleinen Frachter, doch ein bisschen zu gefährlich, da bin ich ja eh nur freiwillig. Das sind bestimmt im Open diverse, die einfach nur drauf warten, bis unbescholtene kleine Händler vorbeikommen, die es abschießen können. Bin mir ziemlich sicher. So.
jetzt gerade einen Blick auf das Tool. Werde keine auch günstigere Preise, viel günstigere kriegen, aber ja, das zum ersten Probieren ist das schon okay. Oh. So. Wow, was bist denn du? Okay, doch nicht so, weil der ist einfach nur. Der ist einfach nur Spektralklasse A, aber so groß ist der gar nicht. Okay. Alien Dog, der ist direkt an der Sonne, das ist ja fabelhaft. Ja, mal nicht weit. Jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Oh, wir kommen sogar von der richtigen Richtung dran. Nicht, dass es jetzt relevant wäre, aber immer ganz schön. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt äußert. Ich muss, glaube ich, nur aufpassen, an welche Fraktion ich das jetzt verkaufe. Ich könnte es irgendwie. Ah, Firma? Da steht Corporate. Ne, stopp, stopp. Independent, war Independent Fraktion. Genau, doch hier müsst Independent oder die Föderation sind. Liberals of Kuma. Das wäre die Fraktion, der ich das verkaufen will. Weil es eh schon bei der Föderation, wo ich eh schon dabei bin, der was Gutes tun. Ach, das ist auf der anderen Seite vom Planet. Ich sah ein Flieh mal einfach so drumrum. Bisschen. Und der Planet. Naja, okay, gut. nicht weit genug ausgeholt. Egal. Ja. Der Planet bremst uns wieder gut ab. Weit genug weg, dass wir da ein bisschen Speed aufnehmen. Ein bisschen Gas runter, ich will nicht überschießen. Okay. Du bist sehr hell. So hell die Station? Wird die momentan direkt von der Sonne angeschienen oder ist die so hell? Die ist frisch gestrichen worden. Ja, die wird irgendwo angestrahlt, glaube ich. Gut, von der Sonne, ja, die ist ja direkt an der Sonne dran. Jetzt wird. Sorry. So. Okay, jetzt, wo muss ich hin? Schwarzes Brett wahrscheinlich. Oder? Community-Ziel hier. Genau, jetzt kann ich das hier anwählen. Jetzt kann ich nur zurück. Ach, hier muss ich jetzt die wahrscheinlich anwählen, oder? Liberals of Kuma. Wie gebe ich das ab? Hallo? Hallo?
Wie gebe ich das ab? Warenmarkt? Kontakte? Eher nicht. Darf ich hier noch nicht mitmachen, weil ich... ich bin bekannt... Ich darf da wahrscheinlich noch gar nicht mitmachen, weil ich noch gar keinen Ruf habe. Kann das Sinn? Das wäre ja doof. Das wäre ja doof. So, da würde ich es fast sagen. Dann machen wir doch mal zumindest ein, zwei Missionen, damit ich hier Ruf kriege. Das sollte ja nicht so schnell, nicht so lange dauern. Nur 6500. Nicht schlecht. Komm, ich vertick das einfach mal und ich guck, baue mal mein Ruf auf. Hab ich nicht drauf geachtet, wie viel ich Crit habe, aber egal. Ich meine, mein bisschen Gewinn gemacht. 2000 um deine Dreh pro Tonne. Das ist aber ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. So, warte mal. Jetzt ja schon mal nicht die Fireflies. Liberals of Kuma. So. Ja, das. Das ist noch machbar, das Store. Remi Depot Chaia System. Wo ich auf dem Planet lande. Ja, wieso eigentlich nicht? Was muss ich denn hier machen? Versorgungsmission. Mach mal die mal schnell. Da kriegen wir, denke ich, ein bisschen. Ja, beim Wirtschaftsstatus bin ich doch schon ganz okay. Oder soll man hier schnell was machen? Gilia. Ach Mist, die könnte ich nicht alle beide drin. Sollen wir so in die machen? Gilja, wie weit bist du entfernt? Oh ja, die machen wir. Die machen wir. Ach, da war ich doch erst. Wow, das passt. Das passt. Das ist gut. Nimm mal Dido an. So. Dann wäre es nämlich der Plan wie folgt: Ich fliehe nach Gilia, gebe die der Mission ab, lade mal gerade mal Autofabrikatore in und fliehe nochmal zurück. Eventuell reicht das dann schon, um auf irgendwie befreundet oder keine Ahnung, auf irgendeinen Status zu kommen, wo ich mitmachen darf. Ich fühle mich so ausgegrenzt. Wahrscheinlich haben wir jetzt noch Glück und ein Pirat kommt. So, wo müssen wir hin? Ah, passt. Bell Orbital, das ist auch gut. Da kann man das Zeug auch. Recht schöne Mission Grid, wo es 700.000 Credits davor gibt. Nehme ich gerne. Muss ich wieder sparen. Weil ich habe mal überlegt, um nochmal in das Thema
Mining-Rinse, Grätsche. Ich kaufe mal Peisen. Die kann man ganz gut zu meiner Ausbau. Recht gut und ja. Das werde ich schon machen. Die ist nicht ganz so teuer. Da müsste ich mit Ende 70 Millionen durch sind dann. Komplett um den Dreh. Muss ich zwar noch ein bisschen dran strinken, aber das ist wenigstens noch ansatzweise in Sichtweite momentan. Und hat der Vorteil, da kann ich ja ruhig mal dann an eine Station fliegen und auch schnell ein bisschen was umbauen, weil die kann man ja einfach viele andere Dinge gebrauchen. Also mir scheint es nicht ganz guter Kompromiss zwischen Feuerpower und Ausrüstungsplätze. Da kann man schon Spaß haben mit dem Ding. Kann man auch zum Beispiel ein bisschen Handel machen und wenn ein Pirat kommt, dann hat er halt Pech gehabt. Okay, gut, außer es ist so hochgezüchtet die Anaconda, das könnte eventuell schwer werden. Aber an dem Ringplan jetzt einiges los. Diverse Zonen, Abbauzone da oben. So, keine Ahnung, wie der Eingang ist, aber das wird für uns gefunden. Lakon Tango, India, Mike. Thank you for choosing our station, Commander. We hope you find everything to your liking. Access authorized. Please head directly from Bay 2-3. Automated docking initiated. Gerade mal gucken, und zwar Status, genau, Status hier wollte ich doch hin. Sich ist natürlich nicht die hier in dem System ist. Ganz da hin. Okay. Okay, gut, ich vergesse immer, dass das hier eigentlich schon ein großes Raumschiff ist. Oder? Ne, also ein mittleres. Mittleres ist es, genau. Mittleres. Wohlgesinnt. Bei Liberals of Kuma bin ich wohlgesinnt. Ach, da war ich schon wohlgesinnt. Muss ich zuerst was anderes machen? Habe ich zum Beispiel eine Mission, wo mich eh dort nimmer führt? No Kuma. Mich immer gerade interessiere. Kuma. Kuma, Kurierauftrag verfügbar. Ja, Killer Law Party. Nicht unbedingt das, was ich will. Lead
Lieferungen sollen an die Fraktion Liberals of Kuma an Bord von Elliot Dog erfolgen. Ach doch, das hat schon. Das hat doch geklappt. Die muss ich einfach nur Fatigue an, weil das Liberals of Kuma, weil denn das quasi gehört, die Station, weil die nur die führende Fraktion sind. Och, na dann. Na dann, einmal frei. Haben wir sogar auf dem Rückweg noch ein bisschen Geld gekriegt. Na, das ist ja cool. Auf geht's, nächste Runde. Was will ich nochmal? Fabrikatoren-Dings. Aber es sind nur 62. Nicht der Ernst, oder? Gut, dann. Sollte man eventuell noch hier hin. Kendrick Enterprise. Naja, mir fliegt direkt noch Kuma. Gebe es nochmal ab. Direkt nach Kuma. Da können wir uns nochmal Auftrag holen. Und so ein bisschen pendeln, wenn wir da noch was. Nur, Ilya kriegen. Das wird sich ja anbieten. Na, so schnell. Der Herr. Wenn die da blitzen, sind wir dran. Komisch, dass man da keinerlei Rückmeldung kriegt. Ich habe echt gedacht, dass ich mal die Fraktion hier aussuchen muss, der ich das gebe. Aber das mache ich wahrscheinlich schon über das Community Goal an sich. Das ist dann wahrscheinlich immer nur für die vorherrschende Fraktion. Okay, macht ja irgendwie Sinn. Aber ich hätte es eher schon anders gedacht. Breitet uns den roten Teppich aus. Nein, Aufprall. Wir haben kein Aufprall, alles gut. Nein, hier, auf so haben wir keinen Aufprall. Ach, die ist schon wieder hinten dran. Verdammte Axt, ey. Natürlich zu nah dran an dem Planet. Kommt es sonst zu stark ab. Du
muss man immer noch ein bisschen Gas geben, damit man überhaupt rankommt. Ach. Oh, ich habe hier die irgendwie einen Umkehrschub drin gehabt. Die falsche Taste hier. So. Dann gucken wir mal. Das muss. Ups. Nein, ich bin der Top 100. Top 100%, wow, was für eine Leistung. Ja, beim Schmuggler hätte man jetzt schon verloren, aber das sollte man am besten wahrscheinlich ohne Docking-Computer machen. Wäre eventuell empfehlenswert. Das muss ich eher schon ein bisschen üben. Ich glaube, wenn ich in der Geschwindigkeit da drin rasen muss, die ich drauf fahren müsste, dann ist mein. Dann fliege ich gegen die Station. Cool. Parkplatz ganz vorne. Einwandfrei. So, also jetzt wahrscheinlich einfach über Warenmarkt. Cool, der zeigt mal direkte Profit an. Das ist hier nicht schlecht. Das wusste ich gar nicht. Das ist cool. Jetzt müsste doch direkt das hier angezeigt werden, oder? Nein. Nein. Oder dauert das ein bisschen? Weil die erste 100 haben ja geklappt. Liberals of Kuma. Uran, ja, benötige ich andere Sachen. Gibt's doch nicht. Meinen wir, das so abgedatet? Nö, aber ich denke, gehe davon aus, das müsste eigentlich geklappt haben. Beim Ersche habe ich nichts anderes gemacht. Jo, anyway. Würde ich sagen, wir machen hier kleiner Cut. Ich werde noch ein paar Runde fliehen. Ich guck mal, ob ich hier noch ein paar. Ilya. Das ist jo. Zumindest schon mal irgendwas, weil ich ein paar Sachen noch Gilia fliehe oder die Sache hole, hierher komme. Mache ich noch ein paar Touren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye bye.